Die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit werden bald den Zug betreten. Bitte bleiben Sie einfach sitzen. Wir haben eine Garantie für Ihre Ausreise. Aber wir haben keine Garantie dafür, dass Ihnen nichts passiert, wenn Sie hier gegen die Gesetze der DDR verstoßen. Die meiste Angst herrschte unter denen, die keinen Personalausweis der DDR mehr hatten. Viele hatten den ja schon in Wochen, Monaten und so da verloren. Die hatten nichts mehr, was ihnen abgenommen werden sollte. Das war ja klar vereinbart. Ausreise gegen Rücknahme des Personalausweises. Und das war das, die hatten richtig Angst. Die waren sicher, dass sie rausgeholt würden. Christian Bürger ist einer von denen, die keinen Personalausweis mehr haben. Unwirklich alles, ne? Also das hat mir schon Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da wurde mir schon noch einmal ganz schön bange. Die Gefahr, dass Einzelne vielleicht rausgeholt werden, die habe ich schon gesehen. Man konnte nur durch den Zug gehen und sagen, hier bin ich, durch die Präsenz. Die Leute beruhigen und sagen, macht euch keine Sorgen, es klappt. Der Diplomat kam rein und hat eben gesagt, dass das Arschlöcher sind, das wissen wir. Aber sagt das denen nicht, sagt das, wenn ihr drüben seid, dann tut euch keiner was dafür.